Habt ihr die Geschichten von dem Splitter gehört, den man in Zorgern aufbewahrt? Unscheinbar, hübsch, verführerisch. Die Macht der Herrin der blutigen Ekstase ist die gefährlichste von allen Erzdämonen, kaum zu spüren und dennoch allgegenwärtig. Verführung und Versuchung ähneln sich so sehr den Gaben der lieblichen Göttin, dass man sie kaum unterscheiden mag. Und der Splitter ist ein Sinnbild für die Schönheit, die Erzdämonen zu schenken vermag, und ebenso für die Verdorbenheit, die von ihr ausgeht. Shania Shaya, während einer Predigt im Raya-Tempel. So sitzt ihr in der Taverne, betrachtet noch einmal die merkwürdige Dekoration, die aus aller Herren Länder zusammengetragen worden ist, und seht dann, wie die Tür ein weiteres Mal aufgeht und der verhüllte Arkos Shah und Sybia al-Nabab, den das Etablissement betritt. Er sieht wieder einmal so absolut unauffällig aus, wie es ein König, ein Rosenkönig von Aranien eben vermag, wenn er nebenbei auch Held ist. Er wirft seine Kapuze einmal zurück und nickt euch zu. Also gut. Ich habe mich mit meiner Mutter beraten und ich würde tatsächlich an dieser Stelle mein Erscheinen in Zorgern verbergen. Ich glaube, sollte ich jetzt den Palast betreten und kurzer Zeit ihr hereinmarschieren, dann würde der Fokus auf den falschen Dingen liegen. Wir sollten sie also in dem Vertrauen wiegen, dass ihr alleine von eurer Reise aus Janka hierher gekommen seid, um ihr jetzt dieses Geschenk zu bringen. Und sollte ich vorher oder nachher eintreffen, wird sie sicherlich einen anderen Fokus haben. Stimmt ihr mir dazu? Ich denke, es könnte auch verdächtig wirken, wenn wir zufälligerweise gleichzeitig eintreffen. Exakt. Außerdem, falls irgendwas passiert, nun, es wird nichts passieren, aber falls irgendwas passiert, dann ist es wichtig, dass ihr herrschen könnt. Ja, bitte gebt auf euch acht. Haltet uns den Rücken frei, aber setzt euch keiner unnötigen Gefahr aus. Nun, ich bin nur der König. Das möchte ich einmal betonen. Sie ist die Königin. Nehmt bitte auf, nun, ihren Körper Rücksicht. Ich weiß, dass die Myona zurzeit in ihrem Körper einsitzt und ich vertraue euch voll und ganz. Ihr habt des Öfteren bewiesen, dass ihr all der Titel, die ihr führt, würdig seid. Nur möchte ich nicht nur ihren Geist wieder in dem Körper haben, sondern auch diesen Körper unbeschädigt wiederhaben. Denn sie ist die Herrscherin von Aranien, nicht ich. Gewiss. Und seid versichert, dass wir mit größtmöglicher Rücksicht auf Eleonora und ihr Wohlergehen handeln werden. Also gut. Dann, ihr werdet die Stadt über die üblichen Pfade betreten. Ihr werdet mich dort sicherlich erkennen oder auch nicht erkennen. Er zieht dabei einmal wieder seine Kapuze über. Wenn ihr mich ansprechen solltet, dann tut das bitte so, als ob wir uns nicht kennen würden. Aber das wisst ihr sicherlich. Und wenn ihr den Bezirk, das Palastviertel noch einmal betreten wollt, auf geheimen Pfaden, nachdem ihr abgereist seid, dann kommt doch am besten zum Hafen, zum Totenhafen. Dort, wo zu Boron übergesetzt wird, dort gibt es dann den Weg, den ich beschreite. Ich schaue die anderen an. Finden wir das auf die Schnelle? Im Norden von hier. Naja, aber mir wird das sicherlich kennen. Seine Frau kommt doch von hier. Nun, ich denke auch, dass wir uns zurechtfinden werden. Gut, dann denke ich, werden wir zunächst zum Schiff zurückkehren und von dort aus einen Boten schicken und um eine Audienz ersuchen. Und wenn wir dann den Gürtel dort gelassen und den Palast wieder verlassen haben, dann denke ich, sollten wir uns bei diesem geheimen Weg wieder treffen. Wie gesagt, kommt einfach zum Totenhafen, ich werde euch dort finden. Hab Dank. Und zur Not, die Anwesenheit meiner Mutter ist ja auch nicht weiter verwunderlich dort oben im Palastviertel. Nun, dann möge die rote Schwester uns Glück schenken. Raya, Travir und all die Götter mit euch. Mit euch Und auch, mit euch. mein König.
Er legt dir wieder freundschaftlich die Hand auf die Schulter und schenkt dir ein Grinsen. Legt dann wieder zur Lampe und geht dann wieder nach draußen. Nun gut, dann würde ich sagen, machen wir uns auf. Ja. Jetzt gilt das. Ich hoffe, dass ihr uns nicht noch tagelang warten lasst, bevor sie uns eine Audienz gewährt. Aber ich werde die Botschaft mysteriös und dringlich klingen lassen. So könnt ihr über die verschlungenen Pfade der mondsilbernen Geheimagenten zurück zur Aviander geleitet werden und dort auch dann mit Mira aufmarschieren. Hast du ein Schreiben aufgesetzt oder soll es so unspezifisch sein wie möglich? Ich habe keines mit Wortlaut ausformuliert, aber es soll die Bitte um eine Audienz sein und dass es um eine schrecklich wichtige Angelegenheit geht und wir ihr etwas überreichen möchten. Okay. So könnt ihr den Boten losschicken mit eurem eigenen Siegel. Noch Ergänzung? Eigentlich nur Fluff. Zulamin überprüft nochmal nervös, ob sie den Weihrauch und alles hat. Und tigert in der Kapitänskajüte auf und ab. Ja, noch irgendwelche Gespräche, die ihr in der Wartezeit führen möchtet? Seid ihr allesamt dort versammelt in der Kapitänskajüte oder jeder auf eurem eigenen Zimmer? Nun, was denkt ihr, sind die Wahrscheinlichkeiten, dass das alles glatt hinhauen wird? Ja, kommt drauf an, was meint ihr mit glatt? Und ihr wisst schon, ohne allzu viele Tote, ohne größeres Blutvergießen, ohne dass ein sechsgrünter Dämon durch die Stadt marodiert. 28%. Sehr gering. Nun gut. Ich habe das nur nicht ganz verstanden. Also wir geben jetzt diesen Gürtel ab und dann verlassen wir den Palast und ihr bekommt dann auf magische Weise irgendwie mit, wann sie den umlegt. Und dann müssen wir da so schnell wie möglich wieder rein, oder? Nun, je näher wir im Palast sind oder am Palast sind, Kapitania, desto besser. Aber dieser Teil des Plans sei euch überlassen. Theoretisch könnten Tage vergehen, bis sie ihn anlegt, aber ich denke, sie wird das eilig haben. Sie hat so lange nach diesem Gürtel gegiert, sie wird ihn unverzüglich anlegen wollen. Nun, ich denke auch, aber wir sollten alle darauf achten, dass wir auch alles dabei haben. Überprüft noch einmal die Gifte, überprüft, ob wir alle Elixiere dabei haben und nicht die Lampe vergessen. Was ist, wenn sie ihn gleich anlegt und ich weiß nicht, ob wir da unsere Waffen abgeben müssen oder dergleichen. Nun, wäre ich aufgeschmissen. Nun, sollte sie ihn vor unseren Augen anlegen, dann tut möglichst entsetzt, dass sie von diesem Plan keinen Abstand nimmt. Nun, trotzdem wird sie dann paralysiert und wir haben sicherlich die Möglichkeit, an unsere Waffen zu gelangen. Aber ich denke, selbst mit dem Gürtel wird sie daran interessiert sein, ihre Maskerade aufrechtzuerhalten. Also glaube ich nicht, dass das passieren wird. Macht euch auf jeden Fall präsentabel, dass es glaubhaft wirkt, dass wir zu einer Audienz im Palast erscheinen und nicht, um zu kämpfen. Und habe ich das richtig verstanden? Sie trägt ein Kind? Oder sie hatte ein Kind? Ich weiß nicht. Nun, Eleonora und Arkos hatten ein Kind zusammen, aber es gibt jetzt ein weiteres. Es müsste inzwischen geboren sein. Ich glaube, eine Tochter? Aber das ist ihr Kind, oder? Sie, das klingt jetzt komisch, aber sie ist die Mutter, oder? Also Eleonora. Sie ist die leibliche Mutter, ja, in der Tat. Gut. Was mit dem Kind ist, nun, das wissen wir nicht. Ich denke, eine
freundliche Examination des Kindes hinterher wäre eine gute Sache. Ja, das jüngere Kind, die Tochter muss auf jeden Fall, ja, sie ist auf jeden Fall nach dem 35-Tage-Krieg gezogen, wenn ich mich nicht sehr irre. Naja. Das ist ungut, aber jetzt nicht zu ändern. Das Kind kann ja nichts dafür. Das ist wahr. Das Wichtigste ist, dass diese Sache endet. So sitzt ihr grob eine Stunde zusammen und könnt besorgte Blicke und weniges Geplapper austauschen, was ja, entweder wertvoll ist oder aber nicht so sehr wertvoll und nur den Beruhigungen der Nerven dient. Dann ich würde gern vorher nochmal in meine Kabine gehen und meine Waffe mit einem Waffenbalsam bestreichen. Und zwar einen Waffenbalsam der Qualität E aus meinen persönlichen Vorräten. Das und kannst du aus Alurus Mengres persönlichen Vorräten. Wie auch immer. Ja, Zulamin macht noch die Truhe bereit mit dem falschen Gürtel und bittet Rafim, eine angemessene Eskorte zusammenzustellen. Denn wir bringen ein gefährliches Artefakt in den Palast. Ja, der Gürtel riecht nach Leder, nach frischer Lederverarbeitung. Es ist ein betörender Duft, würdest du fast meinen. Und die schwarze Seide zusammen mit diesen klimpernden Kettchen, die Diamantus angebracht hat, das ist schon ein Augenschmaus, möchtest du meinen. Aber du weißt um den gefährlichen Zauber, den Serpentilio jetzt drumgelegt hat. Und es ist schon ein wirkliches, erhabenes Ding. So schwarz, wie er da thront. Es ist fast schade, dass sie nicht weiß, wie der Gürtel wirklich aussieht. Ich hätte den Unterschied nicht erkannt. Naja, dafür sollten wir dankbar sein. Ja, gewiss. Wollt ihr Trollzacke oder Alan Fahner? Alan Fahner. Wie ihr wünscht. So, ich mach die Bastarde bereit. Ihr könnt ja die anderen einsammeln. Dann gebt mir doch mal eine Formation, unabhängig von den Alan Fahnern, die an eurer Seite mit dabei sind, die wenigen, die euch noch verblieben sind. Wer geht vor? Habt ihr euren Reitstrauß dabei oder nur den Kriegsbären? Reitet jemand vielleicht auf dem Kriegsbären oder positioniert ihr die Truhe darauf? Nehmt ihr Hassan mit? Wie möchtet ihr gehen? Also den Strauß nehmen wir auf jeden Fall mit, oder? Hast du Tokens irgendwie, die wir anordnen sollen? Ja, ich habe euch hier Tokens gegeben. Ich kann euch nochmal Perlen mehr. Da haben wir... ihr habt einen Paradeelefanten. Da müsst ihr den Paradeelefanten auch mitnehmen. Ja, auf dem kommt die Truhe, oder? Paradestrauß. Ich wüsste nicht, dass wir die Elefanten an Bord haben. Ich denke, die sind das im Janka. Das macht keinen Sinn. Weißt du, wie viel die fressen? Ja, ich denke nicht, dass wir die an Bord haben. Die Zeremonie-Elefanten... Oh. Geht ihr zur Zeremonie und dann habt ihr die Elefanten nicht mit. Wie soll euch Eleonora denn ernst? Wie soll euch Eleonora denn ernst nehmen? Ich glaube, unser oder vielmehr Rafims Eisbär ist sehr qualifiziert, um ernst genommen zu werden und auch um die gefährliche Truhe zu bewachen. Ich könnte einen Kürzlinger beschwören. Okay. Ja, ein Elefantenkürzlinger. Ordnet euch doch mal auf der Karte an. Wer geht wo, wer geht wie? Das ist natürlich wichtig, jetzt gerade auch mit Etikette, mit Staatskunst. Wo geht die Visira? Auf welcher Karte bist du? Aranien. Aranien. Ach, und da sind wir automatisch schon unten bei Zorgan am Eingang. Ich gehe hinten? Nicht ganz hinten. Das, nicht ganz. Ich gehe da, wo Zulamin auf mich aufpassen kann. Nein. Ich gehe auf jeden Fall in der Nähe der Truhe. Wahrscheinlich ziemlich mittig. Hassan als mein Leibwächter nehme ich mit. Und ja, wie gesagt, Mira ist, glaube ich, auch ein ziemlich guter Schutz für die Truhe. Ja, finde ich gut, dass sie da gleich dahinter ist. Ich reite reitet auf dem Strauß. Genau, und zwar hinter Mira und der Truhe. Gib mir mal eine Reitenprobe, Boltax. Alles klar, sehr gerne. Serpentilio marschiert, Travigor hinten rein, Rafim die Brust vorne raus. Rafim, gib mir mal eine Überzeugenprobe. Wenn du
nur hast, irgendwie eine Talentspezialisierung, um Eindruck zu erschaffen? Nein, ich hätte nur ein Verhör, aber ich befürchte nicht, dass ich die verhören möchte. Nee, also vielleicht später. Zulamin, hast du Staatskunst oder Etikette oder Schauspiel? Also, auch wenn es nicht wirklich Schauspiel ist, aber willst du mir was anderes anbieten? Lass mich mal schauen. Etikette. Ja, Staatskundhast habe ich zwar auch, aber ich denke, das ist Etikette. Probieren wir das mal. Spezialisierung Aranien würde zählen. Abelmir, möchtest du mir eine Probe anbieten? Ich würde sie vielleicht dahingehend beraten, in Etikette bzw. Staatskunst eventuell. Ja, dann gib mir du eine Staatskunstprobe, denn sie hat die Etiketteprobe gewürfelt. Serpentilio. Ja. Was möchtest du beitragen? Klappe halten und uns nicht in Schwierigkeiten bringen? Also schleichen. Gutes Aussehen, möchtest du sagen. Kompetentes Aussehen, viel eher. Mysteriöse Aura. Abelmir, den Meister der Magie. Hör mal, ich habe über 23 wirkende Zauber und Alchemiker hier in der Mache. Ich habe genug beigetragen, lasst mich. Und Travigor, wie möchtest du auftreten? Was möchtest du als Spezialisierung in den Ring einführen? Ja, also ich würde sagen, dann, wenn der Strauß auf der einen Seite läuft, dann wird der andere bunte Vogel vielleicht auf der anderen Seite. Ich könnte auch mit Staatskunst unterstützen oder mit Etikette, aber nicht ganz so gut wie die Experten. Ja, dann gib mir noch die Staatskunstprobe. Nee, die Etikette. Etikette finde ich besser. Okay. Sorry, dann war das... Kein Problem. War aber ein schöner Wurf. Jetzt kommt die Doppel-20. Nein. Nee. Oh, sogar eine 1. Gedacht. So werdet ihr abgeholt. Ein Bote, denjenigen, den ihr losgeschickt habt, kommt schwer gehetzt wieder und wird euch die Mitteilung geben, dass ihr tatsächlich sofort erwartet werdet. So brecht ihr auf, über die Prozessionsstraße entlang, den einen oder anderen Bittsteller oder Händler, den ihr tatsächlich auf einem Elefanten erkennen könnt, der wohl sich langsam und gemächlich über die Prozessionsstraße schiebt. Ihr könnt sie dann aber auch beiseite lassen und steht dann vor dem gewaltigen, riesigen Tor, was von der Tigergarde bewacht wird, von dem Zorganer Regiment. Und nachdem ihr euch einmal angekündigt habt, öffnen sich die gewaltigen schmiedeeisernen Tore und ihr werdet eingelassen, nur um kurze Zeit später eingeschlossen zu werden, wenn sich die gewaltigen Pforten hinter euch wieder schließen. Links und rechts gewaltige Villenkomplexe, irgendwelche anderen exotischen Tiere, Vögel in aller Farbenpracht, die wohl auch einem Avis-Geweihten die Sinne rauben würden, während ihr dann die Straße entlang geht. Auch den einen oder anderen Löwen, den ihr kennen könnt, der dort faul in der Sonne liegt oder aber im Schatten, während ihr dann dort entlang geht. Und vor dem Spiegelpalast von Zorgan selbst könnt ihr dann eine gewaltige Traube von Menschen erkennen, die wohl wieder einmal hier warten und bereits in das Innere vorgelassen wurdet. Ihr könnt tatsächlich dann auch auf einen zweiten Blick einen absolut unauffälligen Mann erkennen, der verdächtig nach Arkos Schar aussieht. Aber ihr fühlt euch zwischen den ganzen Wachen eingeschlossen. Ihr werdet gemustert, die Waffen musstet ihr bisher nicht abgeben, auch die Garde der Alanfana Dukatengardisten, die ihr mit euch führt. Der Kriegsbär Mira, der Pfau wird wohl relativ, oder der Paradestrauß wird wohl relativ gut aufgenommen mit einem Nicken, wird man Boltax dann auch zur Kenntnis nehmen, wobei Serpentilio dann wohl eher hinterher gespuckt wird, viel eher. So könnt ihr dann erst einmal in diesem bunten Strauß, in dieser Traube, da ist wohl ein Löwenhändler dabei, der dann vier Löwen schweren Ketten dabei hat, Platz nehmen. Und während ihr dann wartet, würdet ihr auch direkt von einem weiteren Boten hineingewunken, der euch dann zu verstehen gibt, dass ihr in den inneren Hof des Spiegelpalastes eintreten dürft. Ihr wart ja schon das ein oder andere Mal da. Nicht jedes Mal war die Begegnung hier allzu erfreulich. Vor allem das letzte Mal, als Zulamin zur Visira von Janka ernannt worden ist. Und so werdet ihr durch die zahlreichen Vestibüle geführt an verschiedenen
ja, Kunstgegenständen vorbei, die dort aufgebahrt worden sind. Irgendwelche Musikflügel oder goldenen Theaterhöfen, die da wohl angelegt worden sind, um der hohen Herrschaft zu dienen. Irgendwelche Logen, alles vergoldet, oder rote Samtvorhänge, die dann herunterhängen, schwer von einer Feuchtigkeit. Irgendwelche feinen Filigranmuster, die darauf abgebildet worden sind von irgendeinem Schneidermeister, der sein Handwerk wohl versteht, vielleicht sogar Jahrhunderte alt. Irgendwelche alten Bühnenbilder, die dort fast verstauben, während ihr an den Laufgängen vorbei die verschiedenen Monde erkennen könnt, die dann hier eingelassen worden sind. Und dann steht ihr in dem gewaltigen Garten. Auch dieser muss sich hinter dem Spiegelpalast wohl nicht zurückhalten und schämen. Während ihr dort vorbeigelaufen seid, hattet ihr allerlei Ferkiner Krieger erkannt, die dann hier von der Garde selbst abgelöst worden sind und die euch tatsächlich dieses Mal feindselig anblicken, mit zusammengekniffenen Augen, ihre Ziegenbärte zusammenstreichend. Und wenn ihr dann von dem Boten in Richtung eines Sees geleitet werdet, könnt ihr dort erkennen, wie Eleonora gemeinsam mit ihrer Leibwächterin, das muss die Torwalerin sein, angekündigt wurde sie ja schon, zwischen weiteren Löwen am See steht und flaniert und tatsächlich mit den Händen verschränkt auf dem Rücken wohl auf euch wartet. Ja. Sulamin bleibt in respektvollem Abstand stehen, faltet die Hände vor der Stirn und verbeugt sich sehr tief vor Eleonora von Aranien. Erhabene Maharani Shahi, seid tausendfach gepriesen, dass ihr uns so schnell empfangen habt. Ihr Helden, nun, ich habe euch erwartet. Kommt heran. Sulamin nähert sich. Travigor macht es ihr gleich, verbeugt sich auch tief und folgt ihr, versucht seine Nervosität im Griff zu halten. Der Pentilio verneigt sich so tief, wie es der an den Stab geklammerte Rücken zu. Also verneigt sich an den Stab geklammert so tief, wie es der gebrechliche Rücken zulässt und humpelt dann hinterher. Ihr seid euch nicht ganz sicher, ob jemand noch hübscher sein kann als Sulamin, ob das überhaupt möglich ist, aber je näher ihr kommt, desto mehr werdet ihr eingewoben, eure Gedanken werden schwer, ihr könnt sie auch auf die Entfernung schon riechen, auch wenn sie nicht spricht, könnt ihr ihre Stimme spüren, wie sie wohl eben gesprochen hat, und diese Schwingungen, die immer noch schwer in der Luft liegen, und alles an ihr ist verführerisch. Ihr dürft mal eine Selbstbeherrschungsprobe würfeln. Ich stehe nicht auf Menschen, tut mir leid. Das ist völlig egal. Dann halt erleichtert um 3, right? Hilft es, wenn man an seine Verlobte denkt? Ihr habt, falls ihr schlechte Eigenschaften wie Brünstigkeit oder sowas habt, dann wird das eingerechnet. Arroganz zählt das? Arroganz Hälfte, ja, tatsächlich, das zählt. Ja, Mann, 5 Punkte! Oh, das ist schwer, das. Nur nicht, dass du. Ja, das ist mir durchaus bewusst. Steht denn Serpentilio auf Menschen? Ja. Vor allem das Problem ist auf Menschen, die wie Tsunamin aussehen. Which ist a problem. Erleichterung von 6 Punkten, wenn man auch ganz von 6 Punkten. Nee, es ist die Hälfte Erschwernis. Okay, also ein plus 3 sozusagen. Das Problem ist noch viel mehr, als ich auf Eleonora stehe, stehe ich darauf zu sehen, was dieses Artefakt macht, wenn es denn losgeht. Ich geb dir eine Selbstbeherrschungsprobe, aber ich würde die trotzdem erleichtern, weil... Ich würde es mir rakeln, weil das ist eine Heptache, ein Stoßgebet. Ich wollte sagen, ich bin dafür zu, Lamin sollte immun sein. Also, Boltax bekommt da eine Erleichterung von 4 Punkte für die Rasse. Aber ja, wenn du Arroganz hättest oder so, ist das trotzdem eine Erschwernis, weil hier wirken halt ein Zauber. Das ist halt. Warte, ich gucke einmal bei meinen negativen Charaktereigenschaften. Ich bin arrogant überlegen gegenüber Gildenmagie. Das ist trotzdem Arroganz, ja, Hälfte. Okay, alles klar. Hälfte sind 4 Erleichterung. Also habe ich eine Erleichterung, okay. Sie streicht sich noch einmal durch das Haar, während ihr dann auf sie zukommt, und ihre Blickung, sie kann gleichzeitig
diese Verachtung ausstrahlen für niedere Wesen, als auch gibt sie euch Hoffnung. Ihr dürft zu ihren Füßen im Staub kriechen. So, all das liegt in ihren Blicken, so diese Hassliebe. Ja, der Bulldogs ist das vollkommen egal. Ich denke an Azarban und mir ist klar, ja, darauf steht er.